Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Ikarus. Wie man sieht, es wird gerade hell. Es wird gerade hell. Es war wirklich jetzt eine Zeit lang wieder dunkel. Ja, es ist ja normal, ne, bei der Nacht. Ja, es wird aber jetzt wieder hell. Das heißt, wir können wieder mehr machen. Und wir können auch wieder mehr leveln dann dadurch. Weil im Dunkeln kann man halt eigentlich kaum was machen. Außer halt abwarten und die Zeit absetzen. Und wenn man dann halt genug vielleicht an Ressourcen hat oder so, dass man vielleicht sich die Nacht mit Bauen, Craften, irgendwas in der Zeit beschäftigt. Aber dafür muss man halt auch erstmal Licht haben. Und das Licht haben wir halt leider noch nicht. So, wir müssen auf jeden Fall Oxid beschaffen. So. Ja, wie gehen wir jetzt weiter? Also wir haben da hinten ja unsere Plattform schon fertig. Wir hatten es auch schon repariert, nachdem der Sturm jetzt vorbei war. Ich möchte jetzt eigentlich gerne mal leveln wieder, ne? Also wir mussten ja auch schon einmal jetzt einen Tod wieder verkraften. Das ist aber auch normal, glaube ich, am Anfang. Also dass man da vielleicht noch ein bisschen öfter stirbt oder so, weil man doch, so wie ich jetzt, auch ein bisschen vergesslich bin. Und das Oxid vergessen hat und dann nebenbei auch noch fast am Verhungern und Verdursten war. Ja, wie gesagt, ich glaube, am Anfang ist das noch verziehen. Eigentlich ist das suboptimal, das Sterben. Aber ja, gut, wir kriegen das Level auch voll, so ist es nicht. Also ich bin da gute Dinge, dass wir das hinkriegen. Wir müssen halt jetzt ein bisschen was farmen, ein bisschen was abbauen. Hier Oxid zum Beispiel brauchen wir halt immer. Und dann müssen wir halt leveln, 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 leveln. Ne, wir sind jetzt Level 5. Wir haben jetzt noch nicht viel. So. Die werde ich schon mal reinsetzen da. So, dann haben wir da schon mal Oxid abgebaut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie leveln wir am besten schnell, indem wir wahrscheinlich einfach Bäume fällen. Wir haben zwar genug Holz eigentlich, optimal schon, aber naja gut, ich sag mal so, wenn wir nachher weiterbauen, dann ist es natürlich so, dass wir auch mehr Holz brauchen, ist ja logisch. Irgendwann ist ja auch das Holz alle. Wir brauchen aber auch noch Fasern. Das heißt, Fasern müssen wir nebenbei auch mal sammeln. Also das ist auch sehr wichtig. So, hier, guck mal, Holz, Holz. So. Fasern, wie gesagt, ist auch sehr wichtig. Sammeln wir auch gleich mit. So, hier kriegen wir erstmal wieder 300 XP.
So, dann, wie gesagt, durch Holzfällen leveln wir eigentlich auch ganz gut. Schon alleine pro Baum, der umfällt, 300 XP plus dann kurz und klein schlagen, gibt nochmal 100 XP jeweils. Und je nachdem, wie viel man aus einem Baumstamm halt rauskriegt. So, jetzt müssen wir das mal wieder dahin bringen. Man sieht da ja schon meinen Holzstapel. Fasern nehmen wir gleich mit hier. So, ja damit. So, warte mal, wir können ja auch gleich das Tier töten, da. Okay. Okay. Hat nicht geklappt. Ist egal. So, Herstellung. Können wir wieder. Ich finde es ja interessant, für jeden Mist, für den wir herstellen, kriegen wir XP. Nur anscheinend für diese Holz-Dinger nicht. So, okay. Hier hatte ich, glaube ich, alles repariert, ne? So, wir brauchen dringend was zum Futtern. Leute. Dringend was zum Futtern. So. Ach, scheiß drauf, mach ich mit dem Messer. Alles nehmen. So, dann holen wir jetzt unseren Speer wieder. Okay, müssen wir es wieder mit dem Messer machen? So. Und abraten. Weil wir brauchen ja nämlich auch dringend was zu essen, ne?
Also wir haben jetzt 60.325 XP wieder. 67.830 brauchen wir. Das heißt, wir müssten halt mal gucken, dass wir alles, was wir jetzt im Inventar haben, wieder loswerden. Und dann nochmal auf Holz, Stein, Oxid gehen, dass wir das nochmal farmen. Hä? Was nun? Okay. War der Hase nicht mehr gut, oder? Naja, egal. Was ist das? Das stimmt mit mir nicht. Ach, ist ihm so heiß, oder was? Dafür bräuchten wir ja dann den hier, ne? Warte mal, wir gehen mal ins Wasser. Um die Temperatur wieder zu regulieren. So, was haben wir denn hier? Holzkohle. Hier haben wir Fell. Können wir Leder noch mit reintun? Fasern. Fasern können wir halt nie genug haben. Jetzt wird's stürmisch. Und es regnet auch gleich. Okay, also Feuer brauchen wir jetzt nicht anmachen. Okay. Hier ist noch Oxid. Also wir müssen da auf jeden Fall erstmal Oxid holen. Unser Shelter wird ein bisschen was aushalten, glaube ich. Wir können ja gleich gucken gehen und reparieren.
Jetzt wird's richtig stürmisch. Haben wir auch rausgeholt, das Oxid. So, was sagt unser Shelter? Müssen wir auf jeden Fall dringend reparieren, ne? Ja. Ich hoffe, der Zug sieht hier gleich weg, damit wir in Ruhe alles reparieren können. Ich glaube, Holz hatte ich hier mit reingebracht, ne? Ja. So, da. Okay, dann haben wir das repariert. Dann gehen wir mal hier gucken. Erstmal hier Ausdauer. So, gucken wir mal, was ist hier beschädigt worden? Nix. Das ist auch gut. Dies ist doch gut. So, 12:31 Uhr im Spiel.
So. Und 110 Fasern nochmal. Okay, gut. Ja, dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen Essen und wir brauchen Wasser. Wasser haben wir ja gleich hier. So. Und wir brauchen Essen. Okay. Es sabbelt hier. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Fisch. So, gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir mal zu, dass wir das repariert kriegen hier, was kaputt ist. Okay. So, was hat er jetzt ein Problem? Vergiftungserscheinung oder was? Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch Level. Level, Level, Level. So viel brauchen wir aber Gott sei Dank auch nicht mehr.
So. Wir brauchen noch ungefähr 1000 XP. Kriegen wir vielleicht mit drei Bäumen hin? Wenn es gut läuft. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf das komplette Spiel. Also das wird bestimmt bei mir auch nochmal auf dem Kanal dann kommen. Das ist ja jetzt hier für alle, die sich vielleicht wundern, nur die Beta, ne? Also Icarus Beta. Und das werde ich hier als Preview-Staffel veröffentlichen. Also Preview-Staffel 1.0 zum Beispiel, ne? Weil, wie gesagt, das vollfertige Spiel wird natürlich auf meinen Kanal auch kommen, aber das ist dann. Oh. Okay. Das ist dann aber die vollwertige Staffel. Das heißt, da werden auf jeden Fall mehr Folgen kommen. So, wir sind auf jeden Fall Level 6 jetzt. Hat sogar einen Baum gereicht. Gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt zusehen, dass wir Wände erstellen. Genau, Wände. Dann müssen wir den hier erstellen. Eine Fackel wäre jetzt nicht schlecht, ne? So, Talente. Okay. Lassen wir das mal so. So, dann können wir jetzt, glaube ich, auch zusehen, dass wir Wände erstellen. Das ist ganz gut. So, was sagt denn unser Essen? Ja, es wäre wie durch. Essen. Essen. Und trinken. Sehr wichtig. So. Okay, dann können wir jetzt eigentlich mal gucken, was wir denn für die Wände brauchen jetzt an Material und für die Fackel genau genommen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch 40 Fasern insgesamt, also 20 brauchen wir noch. Das ist aber nicht das Problem, die haben wir hier. Warum können wir die noch nicht herstellen? So, dann werden wir hier noch den Sticks. Genau, so. Die Fackel können wir nämlich mal runterholen. Hier, das ist.
Funktioniert die jetzt auch, oder? Ja, okay. Gut. Hier funktioniert. Super. Ja, okay. Ein Baum fliegt oder ein Stock fliegt vom Himmel. Alles klar. So, dann schauen wir mal, was wir für die Wände brauchen. So, Holz brauchen wir. Mit Holz können wir dienen. So. Machen wir hier gleich ein Fenster draus. Nee, warte mal. Okay. Weil das war irgendwie ein bisschen blöd. Hier bauen wir noch ein Fenster hin. So, was brauchen wir jetzt für Holz und Fasern brauchen wir wieder. So, dann werden wir mal, was mehr können wir nicht? Okay, müssen wir noch mehr Holz holen. So, hier können wir noch mal eine Türenvariante machen. Gut. Dann haben wir hier nämlich noch mal so schöne Abgrenzung, die wir machen können. Das ist Strohbohnen. Wir brauchen aber Holzbohnen. Was brauchen wir dafür? Holz.
Was sonst auch, ne? Jetzt brauchen wir Fasern. Und Sauerstoff. Sehr wichtig. Aber das ist jetzt kein Strohdach, ne? Was will? Ach, doch. Shit. Ich wollte doch kein Strohdach haben. Kein Strohdach haben. Das hält doch nichts aus. So, dann weg damit. Fasern und Holz brauchen wir wieder. Ja, Fasern sind unsere letzten. So, wenn wir das Dach fertig gebaut haben, machen wir mit der Folge erstmal Schluss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Falls euch die Folge dann gefallen hat, würde ich mich natürlich schon über ein Däumchen nach oben freuen. Weil das würde natürlich mich und den Kanal und auch das Projekt unterstützen. Und so weiß ich auch wenigstens, dass euch das gefällt. Für sachliche Kritik gerne natürlich auch die Kommentare nutzen, ne? Ist natürlich auch immer gerne gesehen. Freut mich nämlich auch, wenn ich dann halt so ein paar Tipps bekomme von euch oder ein paar Verbesserungsvorschläge, weil dafür sind die Dinger da. Und ja, dann würde ich sagen, das Dach ist fertig. Ich bin's auch. Nein, also wie gesagt, das Dach ist fertig, soweit. Und wir haben hier noch ein bisschen Material übrig, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.